Huhu, Leute, ich bin Flasche. Willkommen zu Let's Play Series Sam 4 Planet Badass. Eigentlich sollte das Spiel ursprünglich tatsächlich so heißen, aber irgendwie haben die dann letztendlich das Planet Badass doch weggelassen und jetzt heißt es nur Series Sam 4. Wir sind in der zweiten Episode, in der letzten Folge haben wir schon einige neue Gegner kennengelernt. Werden wir, denke ich, in dieser Folge auch wieder. Wir sind in Rom und gucken jetzt einfach mal. Wir haben unseren Sidekick Kenny dabei und gucken einfach mal, wie es hier weitergeht. Is that how they turn us into the processed? Yep. Mothership sucks you up. Spits out a tentacle brain killing machine. I guess mental's really into recycling. Okay, da waren so Harvester Drones. Was haben wir hier? Einführung. Drücke V um Netriska. Okay, machen wir mal. Hi folks. This is Bill Corwin. And today I want to talk to you. Okay, also wenn ihr das durchlesen wollt, könnt ihr ja einfach mal hier auf Pause machen. Ich höre mir das jetzt nicht komplett an. Und es bricht auch leider komplett ab, wie ihr seht, dieses Soundfile, wenn man dieses Netriska, wenn man das ausmacht wieder. Das finde ich ein bisschen schade. In vielen Spielen gibt es das, dass man einfach einen Audio-Log anmachen kann und dann spielt das halt auch. Oh, habe ich hier einen Secret-Weg gefunden. Dann spielt das... Ah, ne, doch. Ah, zählt als Geheimnislager, nice. Dann spielt es halt einfach weiter ab. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein. Selbst in Bioshock ist das ja so. Selbst in Bioshock 1. Okay. Was haben wir hier? Okay, es gibt anscheinend auch hier so organischen Befall in den Städten. Das ist ja in sehr, sehr vielen Spielen. In sehr, sehr vielen Spielen so. Oh, die können Laser. Die schießen mit Laserknarren, so wie es aussieht. Nice, direkt zwei Kopfschüsse. Verteilt. Oh, der lebt noch, der eine. War auch ein guter Kopfschuss. Okay, die halten jetzt auch nicht so viel aus. Die scheinen zwar nicht so eine kopflosen Typen zu sein, wie die, auf die wir bisher getroffen sind. Und die können jetzt auch hier mit Laserknarre schießen, aber die halten auch nicht so viel mehr aus, so wie es aussieht. Darum alles gut. Aber wir können gleich mal kurz gucken, wie die heißen. Hier, oktanischer Gamma-Soldat. Okay, ja, von mir aus. Hier ist der Werbulle. Cool. Na gut, wenigstens mal angucken können wir uns die, ja, die neue Gegner, auf die wir treffen. Oh, es hat Lebenspunkte. Ist das lieb oder böse? Humans of Earth, it's a wonderful day. The perfect day to surrender yourself for processing. Oh, Propagandadrohnen, okay. Oh, shut up! Toll, was wollte Kenny gerade sagen? Ich hab... Oh, da oben ist was. Ich hab das... Ich habe das, was Kenny gerade sagen wollte, abgebrochen, dadurch, dass sich eine Cutscene getriggert hat, dass Sam irgendwas sagt. Okay. Oh, zählt auch als Secret Armor. Nice. Wir finden hier ein Secret nach dem anderen. Okay. Von mir aus. Sam, I'm getting a signal from Father Mikhail. I'll upload the coordinates to your Netrixa. All right. One ecclesiastical extraction coming right up. Ecclesiastical extraction? Good one. Okay, ja, wir müssen ja diesen... Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt im letzten Video so richtig klar geworden ist. Wir müssen hier in den Vatikan. Darum sind wir auch in Rom. Und da müssen wir... Oh, noch mehr Secrets. Und da müssen wir irgendeinen... Den Heiligen Gral. Die Bundeslade müssen wir finden und da ist der Heilige Gral drin und das ist aber ein Alien-Artefakt und das brauchen wir irgendwie. Oh. Oh, neue Gegner. Guck mal da hinten. Haben die mich jetzt schon gesehen? Ja, sieht ganz so aus. Jetzt testen wir mal so ein Ding hier. Gadget aktivieren. Oh. Okay,
Okay, die verfolgen einfach nur die ganze Z... Ah, und das explodiert dann. Ja, okay. Nice. Können wir den irgendwie irgendwo hinschießen, um mehr Schaden zu machen? Es macht überall nur 10. Okay. Was? Was waren das jetzt gerade für Viecher? Also wir können schon mal merken, die Holo-Attrappen hier, die sind gut, um große Gegnergruppen abzulenken und auch gleichzeitig auszuschalten, weil die explodieren ja nach einer Zeit. Das heißt, falls irgendwann mal zu große Gegnergruppen kommen, wie eine Pipebomb bei Left 4 Dead, sage ich mal. Das heißt, wenn ein das irgendwann zu überwältigt, die Gegnergruppen, dann kann man das schnell werfen, dann ist man die halt los. Oh, hier haben wir wieder irgendein Gadget, was wir mitnehmen können. Ah, nochmal Leben, nice, nehmen wir direkt. Ey. Cool, ich frage mich, was da das Maximum ist, was man erreichen kann mit diesem Leben. Ob das... Oh, was ist das? Hier fehlt eine Textur, Leute. Okay, schon direkt den nächsten Bug gefunden in dem Spiel. Hier fehlt eine Textur. Die Tür ist nicht da. Okay. Das ist natürlich nicht so schön. Und hier ist ein so riesengroßes Feld, dass ich mir vorstellen kann... Also das wäre jetzt hier so eine richtig typische Arena, wo hunderte Gegner kommen. Aber wie gesagt, wir sind im ersten Level. Hier wird das vermutlich noch nicht sein, dass so extrem viele Gegner kommen. Trotzdem gucken wir uns richtig um. Also, dann müssten wir jetzt nicht hier irgendwie sein, um an diese eine Armor zu kommen, die wir schon unten in diesem Nebengebiet gesehen haben. Genau, jetzt sind wir nämlich genau hier, wo wir unten langgelatscht sind. Wartet mal, was ist das hier für ein Gebiet? Da waren wir, glaube ich, schon, oder? Genau, guckt mal, hier ist jetzt nämlich... Ja, guck mal, hier ist jetzt genau das, wo wir schon waren. Das heißt, wir müssten auch gleich irgendwann irgendwie an diese Armor kommen. Oh. Mit Wilhelm Scream. Habt ihr das gehört? Wow, Wilhelm Schrei. Geil. Okay, wenn man nicht zielt, dann ist das auf die Entfernung echt ungenau, die Knarre. Okay, auf die Entfernung geht's dann wieder. Wow, okay, da habe ich volle Kanne gerade ein Raketensperrfeuer gefressen. Ja, dem kann man auch Kopfschüsse geben, so wie es aussieht. Aber der kommt nicht so richtig nah, kann das sein? Aua. Habe ich den jetzt nicht mit einem Nahkampfangriff gekillt? Das ist ja komisch. Normalerweise... Sir, I think that's it for now. Normalerweise kann man ja einen Nahkampfangriff machen und damit einen Gegner one-shotten, aber anscheinend scheint das nur bei ganz bestimmten Gegnern zu gehen, dass man die mit einem Nahkampfangriff one-shotten kann. Oder aber... Das kann auch sein. Ich muss mich jetzt erstmal umgucken. Oder aber man, die zählen schon als mittlere Gegner, weil ich habe mir mal in Ruhe, offscreen, habe ich mir mal die verschiedenen Fähigkeiten, die man upgraden kann, angeguckt. Das machen wir auch noch. Ich zeige dir euch noch alle. Und dann gucken wir mal, welche wir überhaupt haben wollen. Aber ich habe mir die mal durchgelesen. Und da ist auch was bei, dass man Nahkampfangriffe... Oh, guck mal, jetzt sind wir genau hier, ja. Dass man Nahkampfangriffe nur dann durch Upgrade auch an mittleren oder an schweren Gegnern, das zählt nicht mal als Secret, an mittleren oder an schweren Gegnern machen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das bedeutet, dass man die dann auch one-shottet dadurch, also dass das den One-Shot frei... Oh, der... Okay, hat nur nicht richtig geladen, wollte ich sagen. Die Bodentextur hier ist aber echt,
echt hässlich. Okay. Guck mal, hier sind keine Kühe erlaubt anscheinend. Do not shoot. Achso, man soll auf keine Kühe schießen. Na gut. Oder also ob man dann überhaupt nur die Nahkampfangriffe auf die ausführen kann. Oder ob das auch bedeutet, dass man die erst mit dem Upgrade one-shotten kann. Ich meine, ich hatte jetzt die Option, diesen Nahkampfangriff zu machen. Aber den habe ich jetzt dadurch nur weggetreten. Okay. Trotzdem noch umgucken, dass wir hier auch nichts verpassen. An Loot oder so. Also Lebenspunkte kriegt man im Spiel aber anscheinend genug, weil hier sind überall Lebenspunkte, Upgrades. Ich meine Health Packs zum Einsammeln und so, also Pickups. Die wir bisher alle gar nicht brauchen. Aber wie gesagt, ich glaube, das Spiel, das ist auch noch nicht so richtig losgegangen. Weil das ist, bisher ist es halt noch Serious Sam untypisch. Die Gegnermassen, sage ich mal. Hier sind wir anscheinend schon bei Vater Mikael. In the name of the Father. In the name of the Son. In the name of the Holy Spirit. Boah, der hat das geone-shotted. Father Mikael, I presume. I thought there was supposed to be convoy. I am the convoy. Hi, I'm Kenny. Hellfire, we're ready for extraction. I'm picking up Rodriguez and Jones at the Piazza della Repubblica. Meet me there? It's a date. Father, grab your stuff. Let's not keep the lady waiting. I have my shotgun and my faith, son. I am already packed. Okay. Ah, das war's sogar schon, das Level. Okay, was haben wir denn hier? Abschlussbonus, Tod von unten, was ist das denn? Ach, das kommt als nächstes bestimmt. Geschätzte Zeit 20, Spielzeit 33. Okay, ich gehe natürlich sehr langsam. Gespeichertes Spiel. Was, ich darf nur 5-mal speichern? Und wir haben auch nur 4 von 8 Secrets gefunden. Okay, man kann echt viel. Dadurch, dass wir die Zeit überschritten haben, haben wir Punkteabzug gekriegt. Okay. Aber ist mir eigentlich auch egal, weil das geht. Wir spielen hier jetzt nicht nach Punkten. Naja, aber das Level haben wir schon mal fertig. Und jetzt sind wir im nächsten. Halte Q für das Waffenrad. Ja gut, ein Waffenrad gibt's auch, aber ganz ehrlich, warum sollte ich ein Waffenrad benutzen, wenn ich auch quick, ganz schnell, quickmäßig die Waffen durchwechseln kann? Das habe ich noch nie in den Spielen verstanden, warum jemand mit Waffenrad spielen sollte, wenn es immer, in jedem Fall, viel effektiver ist und schneller geht, einfach über Hotkeys Waffen zu wechseln. Das war schon immer, schon seit es Shooter gibt, ist direktes Wechseln zu Waffen schon immer besser. Das Einzige, was mich hier stört, ist, dass man für die Shotguns, für die Double Barrel Shotgun, dass man zweimal auf die 3 drücken muss. Und man kann auch in Optionen hier leider nicht, und hier könnte ich es vielleicht noch verstehen, dass man das Waffenrad benutzt, und man kann in den Optionen, kann man nicht... Back to hell with you. Oh, das war geil. Ich habe gerade auch irgendein Achievement gekriegt, das werdet ihr jetzt nicht sehen. Aber ich habe irgendein Achievement bekommen, da stand gerade mal 3. Vermutlich, weil ich drei Viecher mit einer... Was hat hier ein Fiat 500? Weil ich 3 mit einem Schuss gekillt habe, vermutlich. Ja, also man kann in den Optionen einzelne Waffen nicht belegen. Vielleicht, wenn man in eine Inni geht, das weiß ich noch nicht. In einer Inni vielleicht, aber... So, Father, you came all this way from Russia to find the Holy Grail? Yes. Technically, like Catholicism, Holy Grail is heretical. But this is no time for dogma. Each must do all he can to save planet. Genau, also man kann, wie gesagt, vom Spiel selbst das nicht, und das finde ich ein bisschen schade. Ah, okay, guck mal, hier kann ich mir auch den Weg zeigen lassen, falls man mal nicht dieses riesengroße gelbe Zeichen da versteht, was das bedeutet. Dann kann man sich jetzt hier auch den Weg anzeigen lassen, alles klar. Können wir hier irgendwie sehen, wie viele Secrets wir haben oder so? Nee, warte mal, Mission, Tod von unten. Ah, 7, hier kann man es auch sehen. Okay, jetzt gucken wir nochmal schnell die Gegner, die wir schon haben. Kleiner Biomechanoid, genau, die haben wir schon, kennen wir auch, ups. Kennen wir auch aus Serious Sam, kommen auch schon im ersten Teil vor, sehen dann nicht ganz so tentakelig aus. Und so extrem, als wir gerade gegen die gekämpft haben, sahen die jetzt auch nicht aus. So krass haben die sich nicht bewegt. Und dann noch Scrapjack, das sind die. Okay, geil.
sehen cool aus. Zwei Raketenwerfer, ist gut. Ist ein richtig fetter Typ mit zwei Raketenwerfern. An was erinnert das? Natürlich an den Mancubus von Doom. So. Dann gucken wir mal weiter. Wir lassen mal wieder die Knarre drin. Da haben wir was zum Anhören. Munition kriegen wir hier auch. And now for a short editorial. Who is Lord Ackerman? He's pretty evil, that much is clear. But who is he really? Who is he when he goes home and puts down the death ray? I'll tell you what I think he is. He's a bully. If you take away his armies, his ships, his propaganda drones, then he's just Jerry Duberman. That's right. Kid who used to beat me up in fourth grade because I was short. Just a coward who picks on people who seem weaker than him. And like Jerry Duberman, he's going to find out that the kid who's shorter than you is simply in a better position to punch you in the crotch. Yeah, Duberman, I hope it still hurts. Because that's what we do to bullies. We take them down a peg. Okay, verstehe ich nicht gerade, wer Lord Ackerman ist, weil eigentlich kämpfen wir hier gegen Mantle. Hier ist bestimmt wieder... Ah, ne, unsichtbare Wand. Oh, guck mal, was an, was Neues, was nicht ganz so schön gelöst ist hier. Unsichtbare Wand ist immer schlecht. Viele Spieleentwickler lassen sich ja heute richtige Sachen einfallen, dass sie auf unsichtbare Wände verzichten können. Ja, Lord Ackerman, keine Ahnung, vielleicht ist das irgendein... Ist Lord Ackerman vielleicht irgendein... irgendein Offizier oder so von Mantle. Wie gesagt, ich kenne mich mit der Serious Sam Story nicht so gut aus. Und es ist ja hier, wie gesagt, ein Sequel. Ne, können wir nicht. Okay. Ein Sequel zu Serious Sam 3. Aber auch, wie jetzt generell die... Dem können wir keinen Schaden machen. Scheint nur eine Cutscene zu sein, aber Lebenspunkte werden schon angezeigt. Das heißt, früher oder später werden wir gegen die kämpfen müssen. Okay, jetzt werden die Gegnergruppen schon langsam ein kleines bisschen größer. Jetzt immer noch nicht riesig, aber sie werden schon ein kleines bisschen größer. Okay. Trotzdem müssen wir jetzt hier auch die Nebengänge abchecken. Das scheint nichts zu sein. Denn ihr seht, es gibt verdammt viele Secrets in diesem Spiel. Und wir haben selbst im allerersten Level haben wir nur 4 von 8... Oh. Nur 4 von 8 Secrets gefunden. Also, man muss sich theoretisch echt mega gut umgucken. Uah. Okay, das hier, das ist jetzt schon mehr Serious Sam. Die haben zum Glück nicht viele Lebenspunkte, das heißt, ich kann aus weiter Entfernung auf die schießen. Und durch den krassen Spread der Shotgun... Hey. Und der nächste Bug in diesem Spiel. Ja. Schade. Da haben wir irgendeinen weggebuggt. Ja. Aber jetzt, das war jetzt schon gerade eine größere Horde an Gegnern. Aber immer noch nicht das Maximum. Aber es wird langsam, wie ihr seht. Das haben wir hier. Oh, guck mal. Hier haben wir sogar auch ein Graffiti, wie einer so einen umgewandelten wegballert. Okay, zum Glück sind wir auch den, haben wir auch den fetten sofort. Ah, hier haben wir wieder was. Das zeige ich euch auch wieder. Dossier, glaube ich, oder? Okay, das kennt ihr, der Einführung. Hi, folks. Hey, hä, was haben wir denn gerade eingesammelt hier? Hä, was haben wir gerade eingesammelt? Doppelläufige Schrotflinte, Sam.
Okay, keine Ahnung, was wir gerade eingesammelt haben. Eigentlich hätten wir doch jetzt einen Audiolog haben müssen, oder? Oder ist das einfach nur, falls man das erste Audiolog verpasst hat, hat man das gleiche jetzt nochmal bekommen, oder? Oh, guck mal. Secret, oder? Nee. Also sieht ja auch ein bisschen doof aus, oder? Hier ist einfach so ein Fenster, wo man reingucken kann. Da fehlt das Fenster und dahinter ist aber nichts. Einfach nur ein leerer Raum, ohne Tür, ohne alles. Ah, ducken kann man sich ja auch in dem Spiel irgendwie. Wartet mal. Ist das der Call of the Palophilax Bear Gary, the Italian Bullfrog? I thought they were extinct. Ah, doch, man kann hier rein. Was haben wir dadurch jetzt gewonnen? Okay, das sieht auch nicht so aus, als ob man hier rein soll. Okay, das war komisch. Keine Ahnung, was das bedeutet. Aber ich krieg langsam das Gefühl, dass dieses Spiel noch nicht so fertig ist, wie es sein sollte. Oder dass sie halt doch noch einige Sachen... Oder dass sie einfach Sachen übersehen haben, aber das häuft sich jetzt schon. Das in den ersten beiden Levels. Okay, da hören wir gar nichts. Einfach nur Geräuschen. Wir können es an- und ausmachen. Ja, gut. Schön. Da irgendwas? Nein. Hier auch nichts. Oder ist es einfach bei mir nicht richtig geladen? Das kann natürlich auch sein. Cutscene. You have found the Syrian artifact of might. I theorize that the cloud of nanoparticles contained within can grant powerful new skills. However, the human brain may not be... You inhaled it, didn't you? Yep. Of course you did. Okay, guckt mal, jetzt haben wir unseren ersten Sam, syrianische Artefakte der Macht, haben wir jetzt einen Fähigkeitenpunkt. Jetzt müssen wir uns das mal angucken. Also, wir haben einmal getötete Feinde hinterlassen gelegentlich Gegenstände, hört sich schon mal gut an. Und setzt du Nahkampfangriffe ein, wirst du geheilt. Ja, hört sich jetzt nicht so gut an. Und dann haben wir hier verschiedene Bäume. Das heißt, wir müssen jetzt vor allem mal gucken, wo wir hinwollen. Weil selbst wenn jetzt eventuell dieser Fähigkeit, die hört sich jetzt erstmal nicht so gut an mit dem Heilschlag, aber wenn wir irgendwas von dem hier hinten wollen, müssen wir es halt nehmen. Darum gucken wir jetzt mal. Also getötete Feinde hinterlassen gelegentlich Gegenstände. Fangen wir erstmal links an. Dann hätten wir danach, Waffen lassen sich schneller nachladen, ist denke ich in Ordnung. Gerade wenn es gegen Ende des Spiels stressiger wird und das mit den Gegenständen, ich denke mal, wenn die Lebenspunkte und Munition verlieren, ist auch eine gute Sache. Dann du erhältst 50% Widerstand gegen Flächenschaden. Okay, kann man nehmen, ich denke mal, wenn man noch genug Punkte über hat, aber ist, denke ich, jetzt nicht so mega wichtig, wenn man ein bisschen aufpasst. Aber das mit dem schnelleren Nachladen ist schon mal gut. Dann deine Feuergeschwindigkeit erhöht sich nach dem Nachladen. Könnte auch ganz cool sein, aber ich denke auch nichts, was man unbedingt hundertprozentig braucht. Und dann noch, du richtest mehr Schaden an, wenn du nur noch wenig Gesundheit hast. Braucht man, denke ich, auch nicht, weil wenig Gesundheit will ich eigentlich gar nicht haben. Also das hört sich schon mal gut an, aber ist alles jetzt nicht so mega ultra tolles, außer das mit dem schneller Nachladen. Da stecke ich vielleicht mal einen Punkt rein. Dann haben wir, das können wir egal welchen Punkt wir vorher nehmen, du kannst zwei Pistolen oder Einhandwaffen gleichzeitig führen, also Akimbo, Dual Wielding, das ist, denke ich, ziemlich geil. Dann du kannst zwei Zweihandwaffen gleichzeitig führen, das ist, glaube ich, richtig geil. Und dann noch, du kannst zwei schwere Waffen gleichzeitig finden. Theoretisch zwei Raketenwerfer und zwei Miniguns und so. Das geht, glaube ich, gerade gegen Ende des Spiels geht das, glaube ich, richtig ab. Und dann noch, du kannst zwei unterschiedliche Waffen gleichzeitig führen. Das, glaube ich, wieder brauche ich nicht unbedingt. Also ich meine, ein Raketenwerfer und eine Shotgun, ich meine, aus welchem Grund sollte man das brauchen? Klar, wenn man einerseits Nahkampf, andererseits Fernkampfgegner hat. Aber ich denke, das ist nichts, was man unbedingt braucht. Aber das davor hört sich eigentlich alles ziemlich geil an. Dann, du kannst während des Sprintens schießen und nachladen. Das ist, denke ich, auch nicht schlecht, gerade gegen Ende des Spiels, wenn man halt die ganze Zeit permanent sich bewegen muss, Circle Straving und auch vor Gegner erstmal wegrennen und so, wenn man dabei nachladen kann, dass man das währenddessen gar nicht kann. Wusste ich zum Beispiel bis jetzt gerade überhaupt gar nicht, aber anscheinend kann man das nicht und braucht erst diesen Perk. Du bewegst dich beim Zielen mit normaler Geschwindigkeit. Gut, das braucht man, glaube ich, auch nicht. Also ich glaube, das hier ist ziemlich geil, dass man während des Sprints nachladen kann. Dann das Akimobo-Zeug und das schneller Nachladen.
So, was haben wir bei diesem Nahkampfding? Du kannst Nahkampfwaffen auf größere Entfernung einsetzen. Ja, okay, braucht man nicht unbedingt. Du kannst Objekte als Nahkampfwaffen benutzen. Entweder schlägst du mit ihnen zu oder wirfst sie. Braucht man auch nicht unbedingt. Das ist halt alles dieses Nahkampfzeug. Dann du kannst Nahkampfangriffe gegen mittelgroße Gegner einsetzen. Das ist das, wovon ich schon gesprochen habe. Und du kannst Nahkampfangriffe gegen große Gegner einsetzen. Die Frage ist halt, one-shottet man die damit? Und das weiß ich, das habe ich halt noch nicht 100% verstanden in diesem Spiel. Einige Gegner one-shottet man mit einem Nahkampfangriff und andere, wie jetzt zum Beispiel diese Soldaten, die Laser schießen, die tritt man einfach nur um und macht gar keinen Schaden an denen. Das ist halt die Frage, ob dieses, wenn man das, diesen Nahkampfangriff zeugt, ob man damit große Gegner one-shotten kann oder nicht. Weil wenn man die one-shottet, dann könnte sich das lohnen. Und dann haben wir noch, du kannst auf Gegnern wie Werbullen und Kuhm reiten. Ja, und die Frage ist, ob das jetzt wirklich gut ist oder einfach nur so ein Spaßgimmick, ist halt die Frage. Also ich glaube, wenn man das einfach, das Spiel auf leichtesten Schwierigkeitsgrad stellt und einfach nur Baller-Action und Spaß haben will, dann kann das ein ganz guter Perk sein. Aber ich glaube, so was Effektivität angeht, ist der, glaube ich, jetzt nicht ganz so mega wichtig. Naja, also darum nehmen wir erstmal auf jeden Fall das hier mit den gelegentlich Gegenstände fallen lassen. Alles klar. So. Und dann gucken wir mal weiter. Sind wir jetzt einfach so in diesen kompletten... Hier, das sieht auch nicht schlecht aus mit den brennenden Autos. LKW. Das ist ganz cool gemacht. So, was haben wir hier hinten noch? Nix. Das ist halt auch die Frage, um diese ganzen Secrets zu finden. Muss man da Türen aufschießen, Wände aufschießen oder muss man einfach nur die Karte gut erkunden? Okay. Jetzt hätte ich gern was Explodierendes. Ach, ich hab was Explodierendes. So, jetzt. Hey, die laufen nicht alle dem hinterher. Warum nicht? Achso, stimmt, das sind ja Fernkämpfer, das war vielleicht ein bisschen doof, weil der wird jetzt explodieren, während gar keine Gegner da sind, oder? Nee, das war klar. Zum Glück haben die so wenige Lebenspunkte, dass ich wirklich den Spread... ...dass ich wirklich den Spread benutzen kann, um einfach ganz viele gleichzeitig zu töten. Das ist halt geil. Bei großen Gegnern wird das dann natürlich nicht mehr funktionieren und ich würde natürlich auch normalerweise nie... eine doppelläufige Schrotflinte auf eine große Entfernung einsetzen. Logischerweise. Aber wie gesagt, bei so kleinen Gegnern, die mir eh mit einem Treffer so lange von diesem... Oh. Oh, meine Teammates, vor allem der Vater Mikael hier. Der schießt sogar richtig mit. Oh, jetzt kommen die auch noch. So, was macht man jetzt gegen die? Vorbeisprinten oder was? Mal sehen, ob das funktioniert. Oder Nahkampf. Ah, guck mal, die one-shottet Nahkampf jetzt wieder. Und die schießen Raketen anscheinend hinter ihrem Schild. Okay, jetzt haben wir also mehrere Möglichkeiten, diese Schildfuzzis wegzumachen. Entweder auf den Schild schießen, der geht dann irgendwann weg, wenn der genug Schaden bekommen hat, so wie es aussieht. Oder um die rumsprinten und den in den Rücken schießen. Oder die einfach mit einem Nahkampfangriff one-shotten. Und das macht jetzt wieder keinen Sinn. Und anscheinend fahren die hier nur Fiat 500. Okay, hier ist mal ein anderes Auto, zugegeben. Aber ich glaube, dass man tatsächlich in Italien viele Fiat 500 sieht. Weil die haben ja zum Teil auch richtig enge, kleine, dünne Straßen. Und da bietet sich halt ein Fiat 500 an. Ich persönlich, privat, fahre ja auch einen. Ich habe ja auch einen Fiat 500. Von daher... finde ich das natürlich... Neu, hilft dem italienischen Widerstand. Ach so. Guck mal, da war wieder so eine Propagandadrohne. Propagandalf. So, dann haben wir hier einen Sidequest. Dann machen wir das auch mal. Dann müssen wir hier auf dieses Haus drauf. Okay, dann, was stand da? Hallo.
Wir sind alle Helden, unbekannt Belohnung. Okay, gut, dann kriegen wir vielleicht irgendwas. Was war eigentlich die Belohnung, die wir beim ersten optionalen Ziel gekriegt haben? Weil da stand ja Belohnung Lockvogel, aber ich weiß gar nicht, was Lockvogel ist. Also es wurde auch nicht erklärt und ich habe da auch keine Belohnung bekommen, von daher keine Ahnung, was Lockvogel ist. Wo ist denn das hier, Liebe? Okay, dann müssen wir jetzt anscheinend hier auf die Entfernung Leute wegholen. Wegsnipen. Oh, überall welche. Okay, auch sogar hier bei mir auf dem Dach. Oh, jetzt kommen auch Gnas. Okay, die kommen... Wow. Können wir die auch nachkämpfen eigentlich? What brings you to Rome? Oh, the usual. Saving the planet. You should talk to Massimo. This is also his hobby. Okay, haben wir es jetzt geschafft? Oder kommt da noch... Oh, scheiße. So. Oh, jetzt wird schon ein bisschen mehr hier. Merke ich gerade. Die scheinen aber auch nicht viele Lebenspunkte zu haben. Die sterben relativ schnell. Selbst auf Entfernung mit der doppelläufigen Schrotflinte. Und selbst die NPCs holen hin und wieder mal einen einzelnen weg. Okay, schnell wieder Zeug holen. Boah, wir haben gerade echt viel Munition alle geballert. Aber wir kriegen zum Glück wieder viel. Okay, jetzt können wir uns kurz ausruhen, oder was? Und jetzt, wann geht's weiter? Oh. Achso, da fehlte noch ein einzelner. Okay. Jetzt haben wir alles an Armor. Oh, okay, wenigstens Cutscene. Mal sehen. Thank you, my friend. I think we have been fighting every day since the city was invaded. We... Massimo. Massimo! No! Ah, neue Waffe steht da aber an der Wand. Das ist die Belohnung für die Mission. He is dead. Sorry. I saw him fight. He was a real badass. But how can he be dead? He is Massimo Murena. The hero of the Italian resistance. The spirit of Roma. Is that really how his story ends? It does not seem right. We never get to retire, do we? What's your name? Paolo. Nope. Your name is Massimo Murena. It is? Yep, that's you. Massimo Murena. Hero of the Italian resistance. Got it? But... Who died? Some guy called Paolo. Just a brave, ordinary Roman. But Massimo Murena will take revenge, won't he? It's what he would have wanted. Take this, my friend. A gift from Massimo Murena. Jetzt versuchen die hier in so einem Spiel echt auf so ein bisschen zumindest auf Herzschmerz und sowas zu machen. Das passt nicht so richtig. Aber gut. Oh, die Gesundheit ging auch gerade über 100 sogar. Dadurch. Aber die hier nicht. Nee, das sagt der Gesundheit voll. Okay. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall eine neue Knarre. Endlich was Schnellschießendes. Finde ich gut, weil gegen so diese ganzen... Jetzt wird es langsam wirklich mehr mit den Gegnern. Wo ist das? Auf 4. Okay. Und dann aber bei großen Gegnerhorden nichts Schnellschießendes. Nichts Schnellschießendes zu haben, ist halt auch ein bisschen blöd. I hope you were successful, my son. You win some, you lose some. Can't tell which one this was. Okay, Leute.
Dann würde ich sagen, soll es aber erstmal gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Das war Let's Play Series Sam 4 mit der heutigen Episode. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben und schreibt mir einen Kommentar. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, Leute.